Peter Lustig, leider vor kurzem von uns gegangen. Ja. Und was kannst du über ihn sagen? Wie war er als Kollege? Wie, einen kleinen Nachruf vielleicht? Ach Gott, ich habe es vermieden. Ich habe die ganze Presse abgewimmelt. Das ging gleich am Tag nach seinem Tod ging das los mit der Bildzeitung. Natürlich, erste, das ist klar. Wieder ruft man an, Helmut. Die wittern dann natürlich auch immer was. Die erste Frage ist immer, habt ihr euch denn noch gekannt oder was? Die wollen immer uns unterstellen, dass wir uns nicht gemocht haben oder sowas. Ja. Und außerdem hat sich auch jetzt nach Peters Tod der gemeldet, der das Gerücht verbreitet hat, Peter möge keine Kinder. Aha. Hat es jetzt klargestellt. Jetzt, das hat so lange gedauert, hat er das ganze Zitat nämlich veröffentlicht, was dann ganz anders sich anhört. Er sagt, er dreht nicht gern mit Kindern, weil es für beide Teile nicht erquicklich ist und für beide anstrengend ist und so. Und das wollte er damit ausdrücken. Und da wurde dann das Gerücht, er mag keine Kinder mehr. Aber deswegen habe ich die ganze Presse eigentlich abgesagt. Wir werden im April eine kleine Trauerfeier von der Firma und der Redaktion machen. Mhm. Da werde ich aus Peters Lieblingsbuch lesen, Winnie Pooh, was auch sein Vorbild war natürlich. Danach hat er ja gearbeitet, wenn man es genau nimmt. Ja. Das mache ich dann statt einer Rede zu halten. Mhm. Guido wird auch mitlesen und, ja. Ja. Ich meine, es ist jetzt schon lange her, dass ich mit Peter gedreht habe. Er hat ja vor 10 Jahren schon aufgehört. Ja. Auch weil er eben etwas schwach war und, aber er war jetzt nicht gerade krank. Das war jetzt wirklich ganz normale Abnutzungserscheinung. Mhm. Er hatte, das wurde oft erwähnt, dass er ja früher einen großen einen Krebs hatte, aber den hat er ja überwunden gehabt. Und dann werde ich auch oft gefragt, wie es jetzt der Unterschied ist zu dem Neuen, zu Guido Hammesfahr. Da kann ich immer nur sagen, Guido ist ein Kollege, mit dem arbeite ich natürlich ganz anders. Peter war ja kein Schauspieler. Da hat er sich selbst gespielt. Ja. Und da musste man schon sehr aufpassen, wie man sich da einklinkt. Ja, weil auch wenn immer die berühmte Ansage kam, bitte Schnittpausen beachten, habe ich mir gesagt, zwischen welchem Gemümmel vom Peter soll ich eine Schnittpause machen? Weil er ja immer so alles so aus sich selbst rausgeholt hat. Ja. Das war der, würde ich mal sagen, das war der eklatante Unterschied. Aber es war natürlich schon faszinierend, ein Vierteljahrhundert mit so einer Persönlichkeit zusammen zu sein. Und wir haben ja auch in Mallorca beide gelebt, eine gewisse Zeit, waren da auch zwar nicht Nachbarn, er war im Norden, ich war in der Stadt, aber wir haben uns natürlich öfter besucht und er ist auch war auch der Grund, dass ich da hingezogen bin. Und wir hatten natürlich schon viel zusammen zu tun, das ist klar. Wir hatten auch eine Streitkultur natürlich, das muss sein in so langer Zeit, das muss ja passieren. Und für mich war es jetzt auch überraschend, weil ich hatte jetzt 3 Jahre keinen Kontakt mit ihm und ich wusste überhaupt nichts. Und ich war auch erstaunt, dass er in seinem Haus in Husum war, weil meine letzte Information war, dass er das eigentlich längst loshaben wollte, aber er hat es wohl nicht losgekriegt. Mhm. Er hatte ja noch eine Wohnung in Berlin und so. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Es ist traurig, es ist zu schnell, aber gut, ich habe schon so viele überlebt. Wir haben mal einen ganz kurzen Einspieler vorbereitet, mal 3 Ausschnitte aus 3 verschiedenen Epochen von Löwenzahn. Oh Gott. Es geht mit dem ganz jungen Helmut Kraus los. Je schneller sich die Scheibe dreht, desto teurer wird es. Ja, Strom ist wirklich nicht umsonst. Aber dafür heizt mein Boiler wieder. Und ich habe bald warmes Badewasser. Ach, Herr Lustig. Der hat mir gerade noch gefehlt. Herr Nachbar. Ja. Sie wollen baden? Mhm. Aber das Wasser ist noch nicht warm. Und dann kostet's auch noch Geld, stimmt's? Die Sorgen habe ich nicht. Ich bade, wann es mir einfällt. Und auch noch ganz umsonst. Ach. Sie können ruhig mal mitmachen. Mitmachen? Umsonst? Mhm. Hier in meiner Wanne? Nein. Ich habe sozusagen eine warme Quelle entdeckt. Ja. So jetzt, ja. Ah! Oh, mein Gott, ist das anstrengend. Da muss es doch eine bequemere Möglichkeit geben. Herr Lustig, kann man das nicht einfacher haben? Ich meine, einfach so Samen auf die Erde streuen und mit der Gießkanne drüber. Fertig. Aber Herr Paschulke, so werden Sie nie Kartoffelkönig. Kartoffeln sind doch Knollen. Das weiß doch jeder. Und wenn man neue Kartoffeln haben will, muss man die Knolle pflanzen.
Der Herr Paschulke, was gibt's? Also diese Maschine, die Sie da gebaut haben, Herr Lustig, die macht mich wahnsinnig. Dieses ewige Kuckuck. Herr Lustig. Ja, ich bin's. Ich bin's wirklich. Aber die Maschine, die hat er gebaut. Ja, aber er hat sie erfunden. Aha. Erster Preis beim Jungforscherwettbewerb 1954 für die Lebenswandelbetrachtungsmaschine. Also das ist ja wunderbar, dass ich Sie hier noch mal wiedersehe, Herr Lustig. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Sehr ergreifend, die letzte Szene. Ja, genau. Das war noch mal so ein Comeback von ihm, ne? Ja, ja. Genau. Kam er noch mal. Wie lange war das jetzt her? Das war irgendwann. Ach Gott, das ist 6 Jahre oder so. Das heißt, ihr habt nie so ein richtiges Drehbuch eigentlich gehabt? Doch, doch. Aber er hat das immer frei interpretiert, oder wie? Ja, er hat es relativ frei interpretiert. Sag mal, es ging auch anders los. Das war auch mit der Grund, warum er aufhörte. Es war früher eben so mehr seine Privatsache. Er hat sich selbst nochmal neu erfunden. Und es wurde immer mehr zum Fernsehformat. Mhm. Mit allen Unbilden dabei auch. Allen Pflichten, allen Zwängen. Und das hat ihm wohl irgendwann nicht mehr so gut gefallen, nehme ich mal an. Also so, er hat es nie genau gesagt, warum er aufgehört hat, aber ich vermute, es hatte auch damit zu tun. Ja. Es wurde so in diese Fernsehmaschinerie eingepasst und es war nicht seine Welt. Er hat auch immer gesagt, ich bin kein Fernsehfuzzi. Ist auch nie zu einer Talkshow gegangen, bis jetzt zuletzt erstmal. Aber er war oft zu Wetten, dass eingeladen. Er sagte, nein, nein, ich mach das nicht. Die Kinder sollen denken, ich sitze mir im Bauwagen und bastle. Was auch übrigens oft der Fall war. Also in Drehzeiten hat er auch oft im Bauwagen gewohnt. Okay. Und in seinen Wohnungen, seinen diversen, gab es immer eine Bauwagenecke. Die sah aus wie der Bauwagen. Weil er immer was zum Basteln hatte. Ja. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.